Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir haben hier in der letzten Folge eine neue Quest angenommen, wo wir ein bisschen sneaky unterwegs sein dürfen. Und ich hoffe, ich bin in der Lage, das auch zu machen. Auch wieder in Ark. So, als Verlorene bezeichnet man Tote, die nach dem Ableben als willenlose Kreaturen wieder auferstehen. Ja? Wo muss ich hin? Da rein? Zur goldenen Sichel. Ah, also das haben wir ja noch, genau. Da können wir auch mal nachfragen, ob das jetzt schon genug ist für den Herrn. Mal fast zum Gruß. Ist ausgegraut, also ist schreitet noch nichts Neues da, okay. So, genau, dann wollte ich hier Rache ist sauer, das machen. So, einen Moment. Ich glaube, ich werde krank. Wieder mal. So. In welche Richtung muss ich denn dafür? Oder wo ist denn das? Wo befindet sich das? Die Quest? Es befindet sich noch hier. Es befindet sich noch in Ark. Okay. Obst, frisches Obst. In Kyra herrscht Krieg, okay. Ich bin aber auch ganz neugierig, was die Story hier noch alle so zu bieten hat. Und dass wir hier die Haupthandlung, also mit der Haupthandlung gewisse Quests dann irgendwie verlieren können, wenn wir weiter fortschreiten. Und ich bin hier so, ich würde gern möglichst viel mitnehmen, am besten alles. AK Doppelbock. Zum fetten Leoron. Leoren. Schön war sie und stolz, die Herrscherin der Unterstadt. Martyrer war ihr Name, sie war gefürchtet und begehrt. Bettler, Diebe, Mörder, einen guten Tropfen sie lagen ihr zu Füßen. Als Herrin der Verstoßenen wurde sie verehrt. Ob Seidentuch, ob Fass voll Wein, Götterzunge, Edelstein. Was Diebesgut und Beute war, das ging durch ihre Hand. Ob Raubbestechung, Täuscherei, das Mittel war ihr einerlei. Das Handwerk des Verbrechens war ihr wohl bekannt. Schön war sie und stolz, die Herrscherin der Unterstadt. Wenn die Nacht hereinbrach, blieb sie schlaflos wie am Tage. Mensch, alterner Kreatur, besuchten ihr Gemach. Wer Trinkfest war und ohne Scham, den lud sie zum Gelage. Im Herzen war sie längst schon leer, doch gierte sie nach immer mehr. Was ihr an Tugend übrig blieb, das schwand von Mal zu Mal. Wer immer auch zugegen war, ihren Kelch, den bot sie jedem dar. Ein jeder durft ihn füllen, doch ihr Durst war nicht zu stillen. Schön war sie und stolz, die Herrscherin der Unterstadt. Ihr Leib trug nun zwei Früchte und das Unglück wuchs heran. Die Heiler waren ratlos und keiner konnte verhindern, dass schneller als der Mond verging, die Niederkunft begann. Den Körper riss es ihr entzwei, die Monster waren wach und frei. Die Ziegenköpfe labten sich an ihre Mutters Resten. Und jeder, der zugegen war, verlor sein Leben schauderbar. Seither kann die Vatirenbrut die schöne Welt verpesten. Wow. Einfach wow. Alter, was für tolle Sänger hier sind, wirklich. Was haben wir hier? Spieltisch. Noch ein schönes Lied. Ich will mich jetzt aber auch nicht mit jedem Song hier auseinandersetzen. Noch nicht, zumindest. Lehrling. So. Müssen wir jetzt einmal knacken. Nein! Ich hoffe, wir sind jetzt nicht erwischt. Hier war das. Vertrauen auf Malfas und
So, ihr wollt das Metfass gegen das Essigfass tauschen? Ja. Mondrot am Himmel steht, wirst du Bele. Wer seid ihr? Und was habt ihr mit dem schönen Fass gemacht? Das geht euch nichts an. Das finde ich aber nicht nett von euch, was ihr hier macht. Aber ich glaube, heute ist euer Glückstag. Für 50 Groschen vergesse ich, was ich hier gesehen habe. Ich gehe dann mal. Angreifen, falscher Zeitpunkt, falscher Ort. Tut mir leid. Na schön, aber wehe, ihr versucht mich... Versucht das hier mal. Ich gehe dann mal. Was? Das ist aber nicht nett von euch, gar nicht. Ihr werdet schon sehen. Zwei Seelen bleiben durch die Zeit getrennt. Tag für Tag vergeht. Der hat mich automatisch. Also. Mond verstrich. Der hat mich so oder so erwischt. Ich gehe da mal raus. Und sag mal, Belen Bescheid. Eine neue Interpretation des Werkes. Der schon wieder. Madame. Der mit seinen erotischen Gedichten. Ey, ich komme hier auf so vieles gar nicht klar. Was war das hier? Also. So, wir wollen wieder runter. Zum Wissen Hafenviertel. Wissen Sie nach magischen Geheimnissen? Ich habe Bücher, hier ist falsch. Tränke, alles für den Freund der wegestreuen Magie. Ich sprinte mal hier durch. Ah, warte mal, wir haben ja Erz gesammelt, hä? Erz einschmelzen. So, die haben wir. Können wir dann bestimmt auch wieder verkaufen. Sammel Gold. Ah, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Zeig mir, was ihr machen wollt. Schaut einfach selbst. So, was hab ich zu verkaufen? Die Dinger. Einmal das. Das, dann das, dann das. So, dann hier. Das kann weg. Schreitet wohl. Und dann runter zum Hafen. Ah, nenne ich Hafen Südviertel. Einfach Südviertel, okay. Madame? Der Herr? So, da vorne. Ich hoffe, es gibt keinen Ärger, weil ich erwischt wurde. Malfass zum Gruß. Ich habe das Fass ausgetauscht. Ausgezeichnet. Ich bin mal gespannt, was der Wirt des Leoren nach diesem Abend über den Flussheimer Honigwein denkt. Hier ist eure Belohnung. 40 Groschen auf die Hand und einen Beteiligungsschein für die Bank. Das sollte euch motivieren, auch langfristig Stillschweigen über unsere Zusammenarbeit zu bewahren. Rhetorik, seid kein Geizhals. Ihr habt, was ihr wolltet. Und da, was sind da ein paar Groschen mehr? Wer den Groschen nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Tut mir leid, aber das ist mein letztes Wort. Na schön. Sprecht mit Samael Silrin bei Silrin und Freunde. Er wird den Schein für euch einlösen. Nun schreitet wohl. Ich habe zu tun. Rache ist sauer. Okay. 750 Erfahrungspunkte bekommen. Okay, warte mal. Silrin und Söhne. Wo ist denn das? Silrin und Freunde. Wo ist denn das? Bestimmt im Adelsviertel.
Einen Moment, ich werde gerade angerufen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, das Telefonat hat jetzt doch länger gedauert als gedacht. Ich habe jetzt kurz vergessen, was hatten wir vorgehabt? Bei Silbern und Freunde wollten wir. Wir wollten wissen, wo das ist. Ja? Kann der mir vielleicht sagen, ja, wo das ist? Nein, kann er nicht. Ich gucke mal. Ist das vielleicht im Adelsviertel? Wo geht's zum Adelsviertel? Hier entlang? Mesdames. So. Silbern und Freunde müssen wir finden. Und ich würde gerne wissen, wo das ist. Das ist es auf jeden Fall nicht. Hatten wir aber, glaube ich, in den letzten Folgen vielleicht mal irgendwie so kurz gesehen und dann irgendwie... Hä? Noch eine Notiz. Interesse an diesem Haus? Dann ersucht eine Audienz bei Silbern und Freunde, der Bank, bei der euer Geld sicher ist. Noch ein Haus steht hier im Marktviertel zur Verfügung. Okay. Goldene Sichel, Gildenhaus. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles für den Freund der wegestreuen Magie. Wo haben wir Silbern und Freunde? Fremdenviertel. Borems Hütte? Nur das Beste aus Endralee. Würde gern wissen. Kommt zu Irinto Sharamgash und kauft Fisch frisch aus dem Roten Meer. Bodenhammer Schmiedeschmuck. Erbgoffs Lederwaren. Madame. Ark Wachtum. Man müsste wirklich mal härter durchgehen. Ark Bank. Hier gibt's eine Bank. Okay, sieht auch heftig aus, finde ich. So, Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Ah, wollt okay. ihr ein Goldfach eröffnen oder gar ein Eigenheim erstehen? Banker Samuel Silren. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Wollt ihr ein Goldfach eröffnen oder gar ein Eigenheim erstehen? Ich will ein Goldfach bauen. Ja, machen wir mal. Sehr gut. Wir brauchen 100 Groschen Startguthaben, damit sich der Aufwand für uns rentiert. Danach könnt ihr jederzeit mehr Geld einzahlen oder abheben. Okay, machen wir mal. Sehr schön. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier, das ist euer persönlicher Tresorschlüssel. Damit könnt ihr, falls der Tresen unbesetzt ist, auch jederzeit nachts auf euer Goldfach zugreifen. Wenn ihr etwas einzahlen wollt, legt es einfach in die Truhe oder gebt es einem der Bankiers. Ach, und falls ihr Beteiligungsscheine oder dergleichen habt, gebt sie auch einfach hier ab und wir verrechnen sie zukünftig mit euren Zinsen. Beteiligungsscheine? Was meint ihr? Na, Anteile an etwas eben. Einer Brauerei oder einem Tuchhandel zum Beispiel. Aber ihr scheint keine Frau der Münze zu sein, weswegen das vermutlich nicht weiter von Bedeutung für euch sein wird. Ich möchte mein Goldfach einsehen. Natürlich. So, durch Zinsen plus 1 Groschen pro Tag, durch Anteile plus 0 Groschen pro Tag, maximal Zinsen, 1. Ja, ne, machen, wir zahlen. Ne, lassen wir das mal. Ich möchte diese Beteiligung hinterlegen, AK Brauerei. So, zeigt mal her. Gut, das sieht doch halbwegs dienlich aus. Wir werden eure Beteiligung dann mit euren Zinsen adäquat verrechnen. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? So, ich bin an einem Anwesen. Zeigt mir doch einmal euer Angebot. Natürlich. So, Bauplansammlung? Bauplan Alchemielabor? Kann ich mein Heim selber gestalten, oder wie? Bauplan Irlanda-Statue? Keine Ahnung. Ich hätte aber gern jetzt ein Eigenheim oder so. So, warte mal. Ah,
Hat er hier irgendwo... Werde ich jetzt nur Baupläne jetzt erstmal, oder wie? Ah, Haus am Laxes Adelsviertel, Haus am Marktplatz. Ah, 1188 am Marktplatz und hier Adelsviertel 6603, okay. Und Handwerksbücher sonst? Okay, der hat am Marktplatz, können wir uns noch nicht lassen. Nochmal einsehen. Natürlich. Maximaler Zinssatz pro Tag 250. Müsste einzahlen dann. Sagen wir mal 250 zahle ich schon mal ein. Okay, das ist Sildren und Freunde. Mesdames. Abbank öffnen. Wo finde ich mein Schließfach? Zellentür. Benötigt einen Schlüssel. Benötigt einen Schlüssel. Benötigen alle einen Schlüssel. Nur der hier und den hier kann ich knacken. Rein theoretisch. Malfas zum Gruß. Jo, Malfas zum Gruß. Ich wollte nicht knacken. Ich würde gern wissen. Benötigt einen Schlüssel? Benötigt einen Schlüssel? Habe ich keinen Schlüssel? Sind die alle erwerbbar? Hier sind auch nochmal. Welcher davon ist jetzt meiner? Guck mal, wie viele Edelmetalle da sind. Manche Schichten gehen einfach nie zu Ende. Jo, fühle ich total. Der Seite ist jetzt keins, ne? Wo ist denn mein Schließfach? Oder mein Bankfach? Welches davon ist jetzt meins? Warte mal. So, mein Banktresorschlüssel 2112. Wo ist 2112? Das ist es. Okay. Hier habe ich 350 Groschen insgesamt. Das ist meiner. Okay. Ganz oben. Dann weiß ich zumindest Bescheid und kann hier öfters mal einfach hingehen und da einfach mal mein Geld einlagern. Apropos, wiegt Geld hier was? Habe ich jetzt nicht geguckt. So, wo finden wir Groschen? Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Groschen wiegen. Aber wenn die was wiegen, dann müsste ich tatsächlich wirklich öfters mal hier irgendwo einlagern. Also zur Bank gehen. Madame? Eine Gruppe ehrenloser Sünder, die sich mit dem Namen Jünger
Gräber des Sandes schmücken. So, okay, dann schauen wir mal. Die Kunst des Kampfes. Der einzige Ort. Das waren, sollte ich mal von Gulfor Silber her nach Gegenständen durchsuchen, die Meoga Eisenfurt gehören könnten. Komm, wir gehen mal wieder zurück nach Flussheim. Ein bisschen mal wieder raus aus Arp. Wir waren jetzt lange hier. Sehr lange waren wir jetzt hier und ich will einmal wieder raus. Was stand da? Ich habe ihnen das Licht gegeben. Ich allein. Oh, unbekannt. So. Milbert Fuchshand. Vielleicht sind wir schon in der Lage, ein paar Gegner jetzt einfacher zu besiegen. Weil der Anfang war ja echt schwer, überhaupt irgendwie zurechtzukommen. Trolle sind richtig schwer. So. Wo ist mein Esel? Da. Da ist Hehl. Ihr müsst aufpassen, dass Hehl am Leben bleibt. Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Ich finde super, dass wir einen Esel haben. Ich hoffe, wir können hier auch wirklich andere Haustiere auch haben. Wie ein Hund oder eine riesige Ratte oder so. Was war das? War ein Geräusch. Also ich sag mal so, Enderal wird Hehl auf jeden Fall mega gefallen, das muss man sagen. Da, man kann hier einen Esel haben, man kann hier Brezel kaufen. Nur bin ich falsch abgebogen, glaube ich, oder? Weil da hinten ist ein Untoter. Ich glaube, ich bin wirklich irgendwo falsch abgebogen. Doch, ich muss schon da über die Brücke. Okay. Um nach Flussheim wieder zurückzukommen. Das ist schon der richtige Weg. Da an dem Untoten vorbei. Ja, aber woher kommt der Untote da? Fleischloser Verlorener. So, und den da? Komm, ich lach. Oh, okay. Knochenmehl. Lassen wir mal. Obwohl, der Dings, den Langbogen nehmen wir mit, können wir verkaufen. Jetzt muss ich aber was essen. So, eine Brezel wieder. So, das nehmen wir mit, Knochenmehl lassen wir.
Und dann hier entlang. Ich hoffe, die Banditen sind oben nicht mehr da. Na, aber ich habe auch das Gefühl, das Spiel ist extra irgendwie für die gemacht worden. Also für sie. Gewählt. Bei Esel, Brezeln. Passt so vieles dazu. Sehr makabrer Humor. Hier sind keine Banditen mehr. Finde ich schon mal gut. Ne, warte mal. Das ist falsch. Aber ich bin auch froh, dass man hier irgendwie nicht erfriert. Wäre sonst ein bisschen heftig gewesen. Wenn ich hier auch noch Klamotten anziehen muss, die Wärme geben. So, wie sieht's da aus? Die sitzen da immer noch. Warte mal. Ich frag da mal, wie es denen geht. Vielleicht gibt es da ein neues. Danke für eure Hilfe. Mistkerl, verdammter. Ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Okay. Ich habe denen geholfen, das selber zu regeln, ja? So, das ist einfach nur wegen den Felsen hier auch noch dicht. Also man kommt hier auch nicht so weiter. Man hat hier am Weg zu bleiben. Aber ich finde das auch echt schön gemacht worden hier. Das ist richtig schön gemacht. Obwohl hier sieht es aus, als wäre da... Könnte man doch ein bisschen weiter. Okay, ja, man muss hier auch runter. Hier dürften auch keine Banditen mehr sein, ne? Die sind nicht gerespawnt. Aber dessen Leichen sind gedespawnt. Und jetzt ist wieder schön grün. Und es wird der Tag kommen, an dem wir hier überall... Da gehen wir noch nicht rein. Aber es wird der Tag kommen, an dem wir hier überall so unschlagbar sind, alles kaputt hauen können. Genau wie in Gothic. Anfangs zerfleischt uns einfach alles. Und dann nach einer Weile sind wir hier unbesiegbar. Solange wir auf dem Esel sind, tun die uns nichts, oder wie? Irgendwo bin ich wieder falsch abgebogen. Ah, doch, da sind die Ratten. Und ja, doch, das ist der Weg, glaube ich. Über die Brücke. So.
Wo ist die Ratte hin? Und da ist Plusheim. War doch Plusheim. Hieß doch so, oder? Ich würde sagen, wir parken Hehl hier. Hier ist eine schöne Parkgrube. Ich möchte aufsteigen. Dann parken wir so. Sitz. So, besuchen wir den Bürgermeister. So, raus des Majors. So, da haben wir ihn. Ihr seid kein Flussheimer. Was wollt ihr? Mir wurde gesagt, eure Frau sei erkrankt. Und wenn? Was hat das mit euch zu tun? Vielleicht könnt ihr euch gegen eine kleine Entlohnung helfen. Ah, natürlich. Und wer seid ihr? Dalgala? Vielleicht haltet ihr euch für besonders klug, aber ihr seid nicht der erste Quacksalber, der aus meiner Situation Profit schlagen wollte. Ihr solltet euch schämen und jetzt schert euch davon. Zählt das jetzt als gescheitert? Stimme aus dem Wasser. Den Bürgermeister erkundigen, was mit seiner Gefährtin Mathilda nicht stimmt. Kann ich nochmal mit ihr? Ihr wieder. Hört, ich bin wirklich beschäftigt. Ich meine es wirklich gut. Ich verstehe das ein oder andere von Magie. Vielleicht kann ich eurer Frau ja helfen. Na schön. Jetzt ist es auch schon egal. Kommt, folgt mir nach oben. Dort redet es sich besser. Hier ist aber niemand. Oder vielleicht, falls jemand einfach so reinspazieren würde wie ich. Setzt euch. Ja, ich setze mich. Also, machen wir es kurz. Mathilda hört seit 3 Monaten diese Stimmen. Mal tagsüber, mal nachts. Es gibt kein Muster. Aber immer scheinen sie aus Richtung des Meeres zu kommen. Laut ihr ist es eine Art Mischung aus Trauergeheul, Flehen und Wutgeschrei. Also halluziniert sie? Vielleicht. Vielleicht ist es auch irgendein Geist oder eine magische Abnormalität. Aber das weiß nur Malphas. Seit der Nacht jedoch, in der sie das erste Mal gehört hat, ging es ihr körperlich immer schlechter. Erst hat sie den Appetit verloren, dann begann sie sich zu erbrechen. Und mittlerweile hat sie ein Fieber, das von Nacht zu Nacht schlimmer wird. Pater Vildas ist ratlos. Und selbst die 2 Apothekarii, die kürzlich hier im Dorf waren, meinten, dass sie nicht wissen, was ihr fehlt. Mittlerweile erkennt sie mich nicht einmal mehr. Und wenn man mit ihr spricht, antwortet sie nur in diesem delirösen Stottern. Ich will nicht lügen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Und diese Stimmen hört nur sie? Ja. Und die Momente, in denen sie sie hört, sind die einzigen, in denen sie mittlerweile überhaupt noch aufwacht. Sie schreit dann immer und schlägt um sich, als stünde der schwarze Wächter höchstpersönlich vor ihr. Es ist schrecklich mit anzusehen. Mein Bruder Meldor ist reisender Arkanist
und hat das Haus bereits auf magische Anomalitäten durchsucht. Aber da ist nichts. Was auch immer diese Stimmen verursacht, beschränkt sich auf ihren Verstand. Mein Beileid. Und sagen diese Stimmen irgendetwas? Nein. So wie sie es mir vor dem Fieber beschrieben hat, ist es einfach nur ein Stimmgewirr. Ein grauenvolles. Und ihr habt überhaupt keinen Verdacht, woher das so plötzlich kommen könnte? Nicht einmal den geringsten? Nein, nicht einmal den geringsten. Wisst ihr, Mathilda ist ein so guter Mensch. Wenn es ein Geist ist, der sie plagt, dann ist es ein grauenvoller, der sie einfach nur leiden sehen will. Und wenn es eine Krankheit ist, dann soll Malfas dafür verdammt sein, ihr dieses Leiden auferlegt zu haben. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen dürfen. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Schon gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Habt ihr irgendeinen Anfangspunkt? Vielleicht hilft es, wenn ihr einem ihrer Anfälle beiwohnt. Mir ist unwohl dabei, aber ich will nichts unversucht lassen. Ja, das könnte tatsächlich sinnvoll sein. Warten wir. Eigentlich gleich, wenn ihr wollt. Der letzte Anfall ist schon eine ganze Weile her. Und der nächste wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Aber gebt mir noch einen Augenblick allein mit ihr. In Ordnung? Kommt einfach in einer Stunde wieder. Mein Bruder Meldor wird euch hineinlassen. Und dem Anfall beiwohnen? Meldor? Ihr seid der Besuch, den Yuga angekündigt hat. Richtig? Ja, sind wir soweit? Ich schätze schon. Kommt mit. Eure Bestreben in Ehren, aber ich bin skeptisch, was die Erfolgschancen dieses Unterfangens angeht. Aber gut, ich schätze, eine Chance ist besser als keine. Ja, mal schauen. Du hast Besuch, Yuga. So, lass mir raten. Soll ich setzen? Und danke euch, dass ihr es euch nicht anders überlegt habt. Wenn es so wie sonst ist, dürfte es jede Minute beginnen. Am besten, ihr nehmt einfach Platz und wartet. Und ich warne euch, es wird nicht schön. Jetzt bin ich gespannt. Ach, Mathilda. Nein, ich... Yuga, sie kommen. Ich dachte, ich sprich nicht mehr. Und es geht los. Nein, 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 bitte nicht. Ich... Ach, komm schon. Du machst dir zu viele Sorgen. Das weiß ich, verdammt. Aber hast du einen besseren Vorschlag? Bild das! Und? Ich glaube, ich habe etwas gehört. Ihr meint, ihr habt die Stimmen gehört? Was seid ihr? Eine Art Geisterseher? Nein, ich habe seit kurzem diese Vision. Ich weiß, es klingt skurril. Und ich verstehe selbst nichts. Sagt euch der Name Pentas etwas? Es macht keinen Sinn, zu versuchen, das zu erklären. Wichtig ist, dass ich etwas gehört habe. Sagt euch der Name Pentas etwas. Pentas? Ich weiß nicht, aber... Das war doch aber ich verstehe Fischer. Nicht. Erinnerst du dich nicht mehr? Was bei Malfas soll dieser Fischer mit Mathildas Krankheit zu tun haben? Und sie bei der Verhaftung das Leben genommen. Ah, richtig. Und seine Gefährtin hat sich daraufhin im Meer ertränkt. Das arme Ding. Okay. Aber ich verstehe nicht. Was bei Malfas soll dieser Fischer mit Mathildas Krankheit zu tun haben? Ich weiß es nicht, aber irgendetwas sagt mir, dass wir dieser Fährte nachgehen sollen. Irgendetwas? So. Wären die Umstände andere, hätte ich euch einen Scharlatan geschimpft und herausgejagt. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr es ehrlich meint. Und wer bin ich, um eine Chance, und sei sie noch so klein, auszuschlagen? Meldor. Wo genau lag das Haus dieses Fischers nochmal? Ich habe eine Karte. Dann gib sie ihr. Natürlich, Bruder. Wenn Pentas tatsächlich irgendetwas mit all dem zu tun hat, dann solltet ihr einen Blick auf sein Heim werfen. Es sollte leer stehen. Und jetzt entschuldigt mich bitte alle beide. Ich brauche etwas Raum für mich. Okay, kein Problem. Gehen wir mal raus. Sollen wir die Tür zumachen?
Ich mach mal die Tür zu. Hier, das ist die Karte. Sein Haus ist nicht weit vom Dorf entfernt, aber ihr solltet trotzdem vorsichtig sein. Dass die Küstenpirsche in den letzten Monaten ungewöhnlich aggressiv sind, habt ihr vermutlich schon auf eurer Reise hierher gemerkt. Ja, genau. Ihr seid Arkanist, richtig? Seid ihr also ein Teil dieses Heiligen Ordens? Dieses Heiligen Ordens? Je, euch steht ja wirklich Fremdländer auf der Stirn geschrieben. Aber nein, bin ich nicht. Ich habe zwar wie jeder andere Magiebegabte auch den Gang zum Wasser absolviert, aber für das Amt eines Hüters oder Magisters wäre ich nicht geeignet gewesen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich wollte es auch nicht. 12 von 40, nice. Also seid ihr weder Wildmagier noch ein Arkanist des Ordens? Richtig, ich bin freier Arkanist, so wie viele andere auch. So was aber eure Neugierde in Ehren, ich denke, wir sollten uns die Gespräche für später aufbewahren. Okay. Gehen wir mal. Gehen wir der Sache mal auf den Grund. Mit Silas müssen wir auch noch reden, dem Jungen. So, wo soll das sein, die Hütte? Hier ist die Quest über... Doch, die ist markiert. Die muss... Ah, da unten. Ich muss nach Süden. Ja, ja. Und hier haben wir noch eine sichere Tür. Okay. Schreitet wohl. Ja? Wo geht's runter? Da. Nein. Da? Ja, hier ist es. Hier geht es nach unten. So, der junge Silas wartet da immer noch. Hey, du da. Ja, genau, du. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Noch nicht. Das machen wir später. Erstmal die andere Quest hier erledigen. So, apropos. Ne, da warst du gerade. Stufe 6. Sind wir noch ganz am Anfang. Aber ich will jetzt wissen, was es da auf sich hat. Und wo sind die weißen Wölfe? Wir hätten unseren Esel mitnehmen sollen, ne? Obwohl hier jault nichts. Okay. Wir sind schon so weit, gegen die Küstenpirsche anzutreten. Sind wir auch schon so weit, gegen die Banditen hier vernünftig anzutreten? Riesenspinne. Wieso ist jetzt eine Riesenspinne dort? Okay, wir müssen hier entlang, irgendwie. Ich glaube, dass da hinten ist es. Natürlich kommen da wieder die Krabben. Nochmal 50 Erfahrungspunkte. Süß.
Okay, das ist das Haus. Ich habe so ein Gefühl. Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal. Kann das sein? Wo ich mal versucht hatte, irgendwie Flucht mich in Sicherheit zu biegen. Und dann waren hier Banditen. War es das? Ich glaube, in einer der ersten Folgen. Kennt das Haus? Nee, doch nicht. So, die Groschen nehmen wir mit. Einzelteile. Fackeln nehmen wir mal mit. Ich glaube, die Einzelteile nehmen wir auch mit. Könnten wichtig sein. Für den Bau. Löst zu Penthers Haus. Ah! Was haben wir hier? Festlederharnisch. Handwerk erforderlich 20. Einzelteile. Hobel, Hammer. Ich nehme mal beides mit. Als Werkzeug können wir das ja vielleicht gebrauchen. Ein bisschen sneaky unterwegs sein. Ungestürzter Tag. Ich bin mir sicher. Sonst würde ich das doch nicht alles sagen. Was soll ich jetzt machen? Nichts. Was? Ich sagte, du sollst nichts machen. Was auch immer Mathildas Gründe waren, es geht uns nichts an. Sie und dieser Meldor sind es, die sich am Ende vor Malphas verantworten müssen. Und nicht wir. Aber... Kein Aber, Penthas. Wenn dieser Mann seinem eigenen Bruder so etwas antut, dann wird er dieses Geheimnis schützen wollen. Ganz egal, was passiert. Die nehmen wir mal mit. Kappe. Goldamulett können wir verkaufen. Noch so eine Kappe und eine Tunika. Durchsuchen Wein. Durchsuchen Tisch, komm. Eine Holzplatte. So, Fackeln. Ich würde gerne mehr sehen wollen. Umgefallene Vase. Ah ja? Und woher kommt das so plötzlich? Es kam einfach heute Morgen. Ich... Heute Morgen? Wann? Auf dem Schiff. Ich weiß, es klingt seltsam, aber es fühlt sich einfach richtig an. Wenn er dir nicht gefällt, können wir natürlich auch einen anderen nehmen. Es ist ja noch ein wenig hin. Nein, nein! Er gefällt mir. Damit wird sie glücklich. Okay. Kleidung. Zerstörtes Buch. Schrank. Okay, was ist denn hier passiert? Acker Doppelbock. Durchsuchen Korb. Den Groschen nehmen wir mit. Lederhaut, Lederstreifen, Nägel. Wo kommen wir? Nehmen das mal mit. Ein Kelch. Der Heilige Orden. Nehmen wir mal mit. So, durchsuche Tour. Amphore.
Einzelteile. Schmuckschatulle. Nein! Ich habe nicht mehr so viele Dietriche, nur noch 11 Stück. So, magieerfüllter Ring und Silberamethyst. Zauberbuch Panik Rang 1 und Schwertbeschwörung Rang 1. Ich sehe mich hier erstmal um, was die hier noch haben. Feinerhut, der ist leer. Interagieren Blut. Das ist doch Irrsinn, Larry. Hörst du dir eigentlich zu? Mach das doch nicht schwerer, als es eh schon ist, verdammt. Glaubst du, uns fällt das leicht? Deine Chancen sind am besten, wenn du kooperierst. Chancen? Im besten Fall verbringe ich den Rest meines Lebens im Gefängnis, verdammt nochmal. Wer auch immer euch diesen Schwachsinn erzählt hat, lügt. Und das weißt du. Jetzt haltet ihr euer verdammtes Schandmaul. Ich zähle bis drei. Wenn ihr bis dahin dieses Buttermesser nicht fallen gelassen habt, werdet ihr es bereuen. Ja? Weil ihr mich töten werdet, richtig? Bist du denn so blind, Jael? Dieser Kerl ist kein Gardist, sondern ein Söldner. Eins. Herr, ich denke, es gibt keinen Grund. Zwei. Drei. Den Außenbereich nach, des Fischhauses nach weiteren Hinweisen. Okay. Ich finde die Story gerade sehr interessant. Sonnenküste. So, wieder Eisenschild. Wer ist das denn? Frau. Dem Hinweis der Frau nachgehen. Die hat nach da hinten gezeigt. Da hinten ist eine Höhle. Hat die auf die Höhle gezeigt? So, die Groschen nehmen wir mit. Sie hat auf die Höhle gezeigt, okay. Glimmerstaubhöhle entdeckt. Auftrag. Richtig, und ich betone noch einmal, es gibt keinen Grund für Gewalt. Schüchtert ihn ein, droht ihm seiner Gefährtin weh zu tun, irgendwas. Ich bin mir sicher, ihr versteht euer Handwerk. Und stellt sicher, dass unter keinen Umständen Kontakt zwischen Pentas und meinem Bruder zustande kommt. Hier ist eure Bezahlung, wurde am vereinbarten Ort hinterlegt. Jo! Wie stark ist der denn? Versuch mal damit, ein bisschen Abstand gewinnen. Kommt er wieder? So, ich brauche aber... Oder warte mal. Mit Bogen ist er nicht... Nein! Er ging daneben. Los, komm schon!
Alter, so, alter Eisenpfeil, Eisenharnisch, nehmen wir mit. Eisenschlachtaxt der Auslaugung. Endra leer Groschen, Endra leer Krustenbrot, Lederstiefel. Fokus wechseln. Hallo, ich will nicht auf Magie. Kann ich noch mal? Was soll denn das? Wie wechsle ich das wieder? So, okay. So war das. Ah ja, und noch mal was futtern. Würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Veus und ciao.